Hast du einen Wecker gestellt? Hab ich. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich mach's kurz. Ich brauche eine neue Niere. Wer kann denn eine Niere spenden? Familienangehörige oder eben der Ehemann. Erwartest du, dass ich es tue? Nein. Es bleibt also ganz allein dir überlassen. Na super. Hast du mal deine Mutter gefragt? Mama schluckt so viel Zeug, die ist quasi toxisch. Deine Schwester? Die würde mir nicht mal 10 Euro leihen. Was, wenn wir eine andere Niere besorgen? In diesem Darknet, da verkaufen sie sogar Schützenpanzer. Wann musst du es denn wissen? Also, deine Deadline, bis wann? Deadline ist gut. Je früher, je lieber. Sonst muss ich mich nach einer Alternative umsehen. Schaut sie mich so an. Welche Blutgruppe hast du? Ah? Wieso? Zum letzten Mal, ich habe nicht Nein gesagt. Doch hast du. Ich will deine Niere nicht mehr. Was? Du bist eifersüchtig. Ich bin höchstens eifersüchtig, weil sie deine Niere annehmen würde und nicht meine. Immer wenn es um andere geht, möchtest du gut dastehen, dann machst du alles dafür. Es ist interessant, was jetzt alles hochkommt bei dir. Du lehn dich nicht so weit aus dem Fenster. Ich? Ich hab mir gerade eine Affäre nachgesagt. Also. Ich muss das erstmal verdauen. Jetzt mach nicht wieder so ein Gesicht. Welches Gesicht soll ich denn machen? Habt ihr gewusst, dass ich einen Minderwertigkeitskomplex habe? Bin ich ein schlechter Mensch? Bei einer Herztransplantation hätte ich dich bestimmt nicht gefragt. Willst du noch ein Bier? Na, danke. Es geht auf die Nieren. Zu Risiken und Nebenwirkungen dieses Films schauen Sie den Trailer noch einmal an oder fragen Sie Ihren Kinobetreiber.